Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel 1 2014. Heute mit dem Rennen aus Sepang. Vom Sepang International Circuit steht hier. Und ja, mit dabei natürlich wieder der Mikro, mit dem ich die Koop-Saison fahre. So sieht's aus. Hallo. Richtig. Und wer sich wundert, Mensch, wo ist denn das Qualifying geblieben? Ja, Verbindungsprobleme, Motorschaden, da gehen die Gerüchte weit. Aber auf jeden Fall. Ja, den Umständen zufolge haben wir es leider nicht als Aufnahme vorliegen. Tut uns sehr leid, aber mein Gott, so starten wir gleich mit dem Rennen. Ist kein Versäumnis, sollte einmal passiert sein und dann auch nicht wieder. Ja, demnach starten wir jetzt auch von, ich von Position 21 und der Chris von... Demnach hast du mich im Qualifying schon wieder geschlagen. Ja, schon wieder geschlagen. Das ist geil, ja, ne? Position 22 also. Ja, hier direkter Vergleich. Chris. Er hast mich einmal im. Ich bin 22. genau. Stimmt, hier sieht man das ja. Im Rennen besiegt und Siege im Qualifying und. Yeah. Und. Ich bin so ein Noob. Podium, ne? Das wird bei mir aber noch lange dunkel bleiben. Schauen. Meinst du? Ja, also nach dem Rennen hier auf keinen Fall. Wir fahren 50%, da sind viele Möglichkeiten, Fehler zu machen, die ich auch nutzen werde, bestimmt. Und die Strategie, die ich ja da stehen habe, lasse ich einfach mal so stehen, weil es so schön ist. Strategie, wie viele Runden fahren wir denn? 28, okay. Mich lässt er auf weichen Reifen starten, das will ich nicht. Ich starte auf hart gerne. Und wechselt dann in der 12. Sag mal immer 11. Dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich draußen bleibe oder nicht. Auf die weichen Reifen. Oh nein, ich werde wieder auf die harten Reifen wechseln. Und dann, im letzten Stint, bin ich mir auf Runde 21 einstelle. Na, sagen wir Runde 20, dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich draußen bleibe, je nachdem wie die Lage ist. Auf weiche Reifen, letzter Stint. Ja, machen wir das so. Was haben wir hier noch? Schnellsetup? Gibt's nicht. Ich habe schon auf die Strecke geklickt. Ich stelle hier gerade noch die Kiste ein. Also los, Jungs. Setzen wir die also los, Jungs. Okay. Okay, ja. Auf geht's. Mal schauen, was das wird hier. So. Wir haben ja hier im Lenkrad so ein schönes Display, ne? Aber man kann es im Spiel irgendwie nicht durchschalten. Und wer es weiß, kann es bitte in die Kommentare schreiben, aber ich hab da... Ich glaube tatsächlich, die Lenkrad... wurden in dieser Saison auch einen drastisch nach hinten verlegt. Befürchte ich. So. Wenn ich hier innen drin sitze, ja? Cockpit-Kamera. Dann sehe ich nicht, wie schnell ich fahre. Mist. Tja, muss das Auto halt fühlen und es geht los, es geht los. Oh, Ericsson hier schon am pushen, er weiß gar nicht wohin. Kobayashi hält ihn auf. Ich versuche mal innen anzubremsen. Oh. Nein, nein, nein. Oh Gott, Wimmel. Hoffentlich hat das Spiel das nicht als Kollision gesehen. Ah, ich mittendrin durch hier. Wo bist du? Ich sehe dich noch, aber ich habe mir meinen Frontflügel angehauen an dem einen. Ja, das ist, ich bin froh, dass es mir nicht passiert ist, weil es war echt kurz davor. Zweimal. Nein! Ja, klar, da schießt er da vorbei, ne? Ja, einerseits, ja, andererseits auch so ein bisschen, kann nicht so schnell bremsen, Leute. So, und da hat man es gesehen, der Mikro ist schon wieder vorbei an mir. Dafür komme ich die Kurven hier nicht rum. Ja, ich hatte aber auch ordentlich Probleme, das Gamepad war ordentlich am Zittern hier. So, Hülkenberg hinter mir auf Platz 11. Alonso vor mir auf Platz 9. Was ist da denn los? Ferrari, Ferrari. Nicht sehr prestigeträchtig dieses Jahr. So, mal schauen, ob ich hier pushen kann, weil irgendwie noch ist hier nicht so viel drin. Oh ja, hier ist noch gar nichts drin. Zum Glück gibt es noch kein DRS mehr, ich würde ausrasten. Hülkenberg ist jetzt schon in lauer Welchen Platz bist du denn?
Platz 10. Du bist mittlerweile Siebter? Achter. Achter noch, okay. Ich ziehe echt so einen Rattenschwanz hinter mir her, sieht man schon auf der Karte. Oh Mann. So, mein Ziel ist es jetzt echt, die Lücke zu Alonso zu beschließen, aber ja. Jetzt bin ich Siebter. Ja, toll. Ja, ich habe das Gefühl, die Bremsen teilweise extrem früh, ne? Also. Ja, in der ersten Runde wohl noch. Die sind echt extrem schlecht eingestellt auf den ersten paar Runden. Und später werden die dann übertrieben gut. Also was meine Ansicht angeht, übertrieben. Ah, im letzten Streckenabschnitt kommt Hülkenberg immer ran. Also immer zum Beispiel ihre letzte Runde und diese bestimmt auch. Oh ja, freue ich mich schon auf der ist auf diesem langen Geraden hier. Ja. Ja, ich nicht. Ja, Hülkenberg versucht es ruhig aus. Ist eine Linkskurve. Ja. Das Geile ist, das Auto hier spricht relativ gut auf Windschatten an. Alles klar, mein Boxen-Heini sagt mir gerade, du fliegst regelrecht. Ist das denn die Wahrheit? Was hast du denn für eine Bestzeit bisher gefahren? Ah, 46,4 nur. Ah, dann gut, da wahrscheinlich wieder. Also nein, ich meine, du fliegst, mein Teamkollege. Achso, ja, das ist richtig. Ich wollte gerade sagen, weil hier wurde mir gerade angezeigt, deine beste Zeit und so. Und auf einmal ach so, das war meine Zeit, oder? Oh mein Gott. Er macht hier freiwillig Platz aus Angst, dass ich ihn mit Kacke oder was? Ja, der weiß schon Bescheid. Hülkenberg, ey. Der lässt dich locker. Ja. Jetzt müssen wir aus dem Windschatten rausfahren. Weil der Herr Kollege Hamilton hat hier Flügel auf. Unverändert alles auf Platz 10. Nach vorne oh. Eine Lücke. Ich habe auch Flügel offen. Oh. Na toll. Also in den nächsten 5 Runden soll mein Hintermann, Hülkenberg, in die Box kommen anscheinend, der mir hier jede Runde Druck macht, die Welle. Das Geile ist, Vettel und Ricardo gerade in einem Sprung überholt. Ob das hier Teamorder von denen war oder was, die sind in der Kurve nebeneinander gefahren, ganz langsam links, rechts mal zuckt so, als wenn sie nicht wussten, was sie machen sollen. Oder Teamorder hier, weißt du? Ja. Mein Team-Chef hier labert mich die ganze Zeit voll mit irgendwas. Die Lücke zu Hülkenberg nach hinten ist unfassbar groß geworden. Irgendwas mit Frontflügel, hat er gesagt. Vielleicht hat er sich den Frontflügel kaputt gemacht irgendwo, aber nicht an mir. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gemerkt auf jeden Fall. Und die Lücke zu Alonso wurde auch eben etwas kleiner. Ich weiß nicht, was da vorne los war. Ich habe 4,5 Sekunden auf hier den Herrn Rosenberg. Ja, auf Rosberg natürlich.
du Scherz gibst. Ja. Oh Mann. Wann soll ich nochmal in die Box kommen? Achte Runde, oh Gott. Schrecklich. Ach so, ist schon alles am Abbauen. Ja, ja. Also ich weiß nicht, was Hülkenberg gemacht hat. Man sieht es auf der Karte. Auf einmal ist die Lücke quasi die ganze Gegend gerade. Er wird vielleicht DRS nutzen. Ja, er nutzt DRS. Mein Renningenieur ist ja studierter auf jeden Fall. Alonso, dich krieg ich noch. Nee, Raikön mittlerweile. Raikön. Ist vor mir. Da war wohl die Teamorder am Werk. Die wechseln hier wild ihre Plätze, Alonso und Raikön. Ganz viel. Oh, jetzt bin ich in der langen Rechtskurve außen an Alonso vorbei. Ah, nice. Oh, jetzt kommt die. An die Linkskurve war das ja. Rechtskurve kommt jetzt im Anschluss. Der Doppelrechtsknick. Den fahre ich immer wie auf hohen Eiern. Aber geschafft. Was ist denn da los? Der Rosberg fährt so krass. Das ist so krass, auf jeden Fall fährt er mir davon. Rosberg echt schnell unterwegs, Vettel und alles, was dahinter kommt. Es ist super gut, dass ich hier die Autos vor mir habe. Erstens habe ich DRS und zweitens habe ich Referenzen, wie ich mich in den Kurven verhalten muss. Das brauche ich wirklich. Innen angebremst, Haarnadelkurve an Raikön vorbei, Position 8 jetzt. Oh, ich liege drei Positionen oder zwei Positionen hinter Professor. Wo bist denn du? Sechster? Nee. Zweiter. Was? Ist da völlig verrückt, Junge. Ja, ich hab deren Verwirrtheit hier einfach mal ausgenommen, so ein bisschen, ne? Ich hab das Gefühl, deren weichen Reifen gehen jetzt schon in den Keller. Ja, ja, ist richtig. Ich fahr hier schon. Naja. Das machst du auch schon wieder da. So, wie steht's denn um meine Reifen? Ah ja. Und das Benzin? Optimal, toll. So, Massa ist hinter mir. Konstanter Abstand, Lücke zum Vordermann wiederum jetzt. Sechster, Bottas. Wird immer größer wieder. Ähnlich wie das bei Alonso vorhin der Fall war, die ganze Zeit. Das wird interessant. Massa hat sicherlich DRS. Boah, meine Reifen sehen schon so böse aus. Ich krieg schon eine Runde noch durch. Beziehungsweise anderthalb. Du fährst auf weich, richtig? Ja, auf weich gestartet. Kann ich auch immer wieder Zeit gut machen auf dem Rosberg, ja? Ja, komischerweise bin ich im ersten Sektor auch immer relativ gut. Und dann muss ich irgendwo Mitte des zweiten Sektors oder in der Grenze zwischen den beiden die Autos überholen, um sie dann im dritten Sektor hinter mir zu halten. Mit Mühe. Meistens fahre ich den zweiten Sektor echt bescheiden, sagen wir jetzt mal, ja? Ja. Hat die
Ich im ersten Sektor an Zeit gewinne. Also wenn ich den Abstand jetzt halte, könnte ich einen Überholversuch starten. In der Haarnadelkurve. Wenn im DRS-Fenster bin ich auf jeden Fall. Na, mal sehen, ob wir mit DRS an ihm vorbeikommen. Ja. Und weil wir es so können, machen wir es auch außen herum. Oh ja. Oh ja, ich darf die Runde in die Box. Du vergrößerst die Lücke, du Fett. Yeah. Oh, irgendwer ist in die Box gefahren. Ich glaube Bottas tatsächlich. Toll, den habe ich eben überholt auf der Karte und fährt in die Box. Tja. Das ist immer so der Shit, ne? Ja. Da wäre halt mal echt cool, wenn man so ein bisschen mit seinem Renningenieur aus eigener Regie kommunizieren könnte. Ja, das wäre, das wäre es. Dann redest du auf einmal mit so einer Person da irgendwo. Naja, halt mit D-Pad ihm so Fragen stellen, weißt du? Mhm. Boxenstrategie, Vordermann oder so. Das ist eigentlich ja nicht so eine schlechte Idee. Ich glaube aber, wenn er einem das eh nicht erzählt, kann er es auch nicht wissen. Selbst wenn wir danach fragen würden jetzt. Weißt du? Ja, und wenn, dann würde er irgendeinen Käse erzählen. Ja. Ja, ich muss diese Runde an die Box. Ach nee, sagen wir die Reifen auch. Und was bist du für eine Bestzeit gefahren bisher? 1:43.471. Ja, stark. Ich habe eine 1:45, ey. Ja, ich habe ja nur Fahrzeug-Setup betrieben, ne? Also. Ja, hast du auch wieder recht. So zu mir nicht wundern, wenn Rosberg jetzt an die Box geht. Aber du hast Schnellsetup betrieben, ja? Nee. Recht? Schnellsetup halt links liegen lassen, haha. Oha, was hast du denn verändert? Sturz, Vorderachse, Hinterachse eingestellt. Bodenfreiheit, Heck verstellt. Aerodynamik Heck ein bisschen dran rumgestellt. Ah, das hast du. Hast du das in dem individuellen Cup alles herausgefunden? Nein. Achso, ich dachte ja, so vorbereitet so weißt du. Das hat mir meine Mami gesagt. Ja. Achso, ich werde hinter Vettel rausgelassen. Wie viel da? Warte, ich überholen gerade. Fünfter. Oh, das war ein großartiges Manöver. Nahezu perfekt gemacht. Oh, super. Nahezu. Nahezu. Das heißt so viel wie nicht ganz. Das war perfekt. Das war erste Kurve oder was? In die zweite Kurve reinhängen. Rein ah, ja. Okay, hinter mir ist Raikönen, vor mir Ricardo. Beide waren noch nicht in der Box. Genauso wie ich. Oha, jetzt wollte ich mir aber. Gut, hier Pickup. Der ganze linke Vorderreifen voll. Mach doch mal ein Picknick. Pickup. Genau, jetzt haben wir das auch abgehakt für diese Folge. Reicht wieder an schlechten Witzen, sagst du? Nee, das reicht jetzt mit Werbeeinnahmen. Oh. Macht mich traurig. Ja, Herr Vettel. Klebt mir natürlich jetzt am A. Oh mein Gott. Alter. Ich mach's jetzt mal so wie die. Ich bremse jetzt auch ein bisschen früher und bremst dafür nicht so hart. Weil jetzt, wo ich harte Reifen drauf habe,
Ja. Wäre das echt cool, wenn die ewig halten, so nach dem Motto, weißt du? Genau. Deswegen fahre ich die auch ganz gerne. Ach so, der Kollege hinter mir ist auf weichen Reifen unterwegs. So, ich werde diese Runde in die Box gehen. Boxenstopp vorziehen. Und du bist auf hart gefahren, oder was? Ja. Wie, was ist denn jetzt in der Knödel dahinter? Du bist hinter mir. Nee, doch nicht. Ich bin Erster. Echt? Ich hab das gar nicht geschnallt. Ich hab Führungskilometer gerade. Alter, der gibt Punkte. Ja. Aber jetzt gehe ich erstmal schön in die Box rein, ne? Kriegst ja nächstes Jahr gleich bei Ferrari einen Vertrag, ey. Oh, hoffentlich, du, hoffentlich. Obwohl Ferrari ist ja gar nicht mehr so geil. Ach so, würdest du nicht annehmen, sagst du? Nee. Bist du nach anderthalb Rennstunden zu einem Stop geworden? Ja. Das sind immer die Frühen. Ja, wenn ich den Mikro schlage, kann ich mir am Ziel setzen. So, raus geht's. Oh, Position 5. Sechster. Und dabei wird's auch bleiben. Rosberg liegt wieder mal sonst wie weit vorn. Oh ja, weiter als vorhin. Hat der zu dir gesagt, was Rosberg fährt? Nee. Boah, der liegt jetzt nicht ohne 11,7 Sekunden liegt der jetzt vorne. Mercedes ist ein bisschen overpowered. Ist nicht ohne, ne? So, Platz 6 vor mir Ricardo. Der war wohl auch eben in der Box, genau wie ich. Ich fahre die ganze Zeit auf Mager, ne? Ja. Also ich habe letztendlich nichts auch echt jetzt. Auf Mager. Ja. Stark. Na, ich verstehe nichts weiter am Benzin. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich in diesem Spiel auf Standard gemischt das ganze Rennen durchfahren kann. 11,7 hatten wir gerade eben, jetzt haben wir 12,5. Der Rosberg will mir doch verarschen hier. Fährt er auf Weiche oder was? Ja, mit, kein Plan, ja, auf jeden Fall fährt er schnell. Bestimmt mit fetten Gemischen oder was. Da musst du wohl auch mal am Gemisch drehen. Kommt man jetzt auf normal wieder, stimmt. Also, hinter mir wieder reinkönnen, also letztendlich habe ich nichts großartig verloren. Achso, der macht hier auch gleich mal Bestzeit. Genau, jetzt haben wir schon 13,4 Abstand. Also der wird in diesem Rennen hier auf keinen Fall zu bieten sein. Das sehe ich jetzt schon. Ich hoffe mal, dass die weichen Reifen jetzt auch gut durchhalten. Scheiße. Dass ich ungefähr 11 Runden draußen bleiben kann damit. Mal kicken. Jetzt liegt ja auch schon ein bisschen Gummi auf der Strecke und wenn man da gut drauf fährt, dann kann das ja was werden. Mal schauen. Ja, also ich glaube hier irgendwie noch den Rosberg zu kriegen, dann kann ich mich total in die Haare spielen. Oh oh. Wenn jetzt die Runde auch sauber Fahrfehler macht. Ah, jetzt zeige ich auf dem Benzin für 3 Runden. Also plus 3 Runden. Ja. Die werde ich dann spätestens im letzten Stint. Oh, 1,43,2. Ja, der fährt jetzt nur Bestzeit in der Knödel. Und der wird wahrscheinlich auf Weichen jetzt sein. Mann, ich muss jetzt eigentlich nur
versuchen, den Abstand so halbwegs zu halten. Aber wenn ich hier solche Schnitzer mache, bin ich in diesem Highspeed links, rechts, ne, weg zu früh, rechts eingebogen und dann voll übers Gras. Ja. Highspeed links, ach ja, da, ja. Oh Gott, 6 Sekunden Rückstand auf meinen Vordermann. 6-3, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, der Rosberg ist so dermaßen auf Zeitenjagd. Abartig. Aha, 6-6. Wow, jetzt sind schon 17,4 Sekunden vor Rosberg. Ach du liebe Zeit, was macht der denn ein? Mega. Alter Schwede, ich fahre hier echt keine guten Runden, obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich ganz gut fahre. Das ist merkwürdig. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Abstand nach vorne gut gemacht. Oh, hau an, oh, hau an. Ah, das ist ja ganz schlimm. So, stabil auf Position 6, vor mir Ricardo, hinter mir Raikön. Das bleibt wohl auch so. Das wird sich wohl in der Boxengasse entscheiden. In welcher Runde gehst du denn in die Box? Ich werde in der 21., wenn alles gut geht, in die Box gehen. Oder 20., je nachdem. Achso, das ist so ein bisschen variabel mit dir, sagst du? Ja, genau. Also ich habe den Boxenstopp, glaube ich, auf 20 eingestellt. Und wenn ich merke, so auf der Strecke geht noch was mit den Reifen, dann bleibe ich halt noch länger draußen. Also ich stelle die tendenziell immer eine Runde früher ein oder so. Weißt du? Aha. Bei mir steht 19. Ich denke, das ist auch relativ realistisch. Das Problem ist ja, ich bin nicht so gut mit den Reifen umgehen, weißt du? Deswegen fahre ich jetzt auch zweimal auf Hard. Und den letzten Stint, der etwas kürzer ist, dadurch, dass ich vorher auf Hard fahre, den dann auf Weich. Fuck, fuck, fuck. Mann, das ärgert mich so hart. Ich kann im ersten Sektor echt nochmal an Rosberg seiner Zeit knabbern, ja? Und dann hinten raus macht der so einen Druck. Aha. Mein Hintermann kommt in 3 Runden an die Box, sagt er mir. Ich hätte echt ein anderes Setup nehmen müssen, das gibt's nicht. Also in der Doppelrechtskurve merke ich eindeutig, wie das Auto sich nach außen treiben lässt, aber sehr heftig. Okay, aber meine Abstände hier bleiben schon konstant. Mit Tendenz zum Besseren für mich.
Mal schauen, was das wird. Ich bin hier echt mitten in so einer Lücke. Also vor mir und hinter mir so 5-6 Sekunden. Kein einzelnes Auto. Ah, ich hole eine Sekunde pro Runde auf Ricardo auf, sagt er. Na, das macht mir Hoffnung. Dann könnte ich den tatsächlich am Ende des Stints einholen. Aber ich befürchte, er wird vorher reingehen. Ich glaube, Rosberg seine Zeitenjagd ist jetzt mal so langsam abgeklungen. Aha, trotzdem fahre ich hier wieder Müll zusammen. Ah, nee, ich krieg das doch nie. Position nach Stop sagt er mir 9 dann. Ja, hatte ich eben auch. Immer noch, ja. Also entweder klebt der Rosberg jetzt hinter einem, den er nicht überholen kann. Auf der Karte hätten sie, finde ich, auch den Erstplatzierten und zumindest den Teamkollegen mal ja, genau. Farbig rausstechen können. Fuck, die letzte vorletzte Kurve war derber Mist. Habe ich wieder viel Abstand verloren. Wo bist du denn gerade auf der Strecke? Mitte gegen gerade. Anfahrt 180 Grad. Also ich bin gerade über der Ziellinie. Okay. Na, ich bin. Sag dir mal Bescheid, wann ich da jetzt bin. Ich fahre jetzt durch die erste Rechtskurve. Jetzt. Jetzt links. Vorsicht beschleunigen. Halt gerne eigentlich wieder ein bisschen aufschließen. Aber meine harten Reifen sind stark am Abbauen. Oh, was war das jetzt? Immer wie von 17 irgendwas und 15,8 ran an Rosberg. Ja, siehst du, der hat wohl irgendwelche Leistungseinbrüche, Benzinprobleme, was auch immer. Motorschaden wäre cool. Oh ja, das habe ich hier noch gar nicht gesehen, leider. Sehr heftig, ey, wenn du vor dir hast und noch einmal geht das Auto rauf auf und das ist gar nicht mehr. Du fliegst im besten Fall nur ab wegen dem Öl, was da rumfliegt oder so. Ja. Also Abstand zum Vordermann mittlerweile bei mir 2 Sekunden noch was. Da muss ich dranbleiben. Koste es, was es wolle. Knabberst du dich ran oder er sich weg? Nee. Also am Anfang des Stints hatte ich 6 Sekunden Rückstand, jetzt 1,7. Cool. Bin jetzt gegen gerade. Mitte. Und hinter mir ist mittlerweile wieder Alonso und Raikön. Das heißt, Ferrari tauscht da wieder ordentlich durch. Du müsstest gleich am Startziel sein. Ich fahre jetzt über die Linie. Alles klar. Boah, was geht denn jetzt ab? Jetzt komme ich richtig ran an Rosberg. Waren ja zwischenzeitlich, waren es ja mal fast 18 Sekunden, ne? Ja. Jetzt hat er mir gerade 12,2 angezeigt. Wow. Ich bin Erster sogar. Ach, ist er in die Box gegangen? Anscheinend wohl, ja. Ah, deswegen. Deswegen war der Abstand auch so gut. So, Überholmanöver Ricardo. Check. Ende nächster Runde gehe ich an die Box. Was redet er hier für Unsinn? Hamilton ist vor mir. Er sagt mir, Professor liegt vor mir. Also ehrlich, das geht nicht.
Naja, Eriksson vor mir. Eriksson, okay. Also vor mir ist jetzt Hamilton auf Platz 4. Hinter mir Ricardo, den ich zuvor überholt habe. Und, naja, immer die Überholten, die frisch Überholten von mir machen zunächst noch Druck. Dann checken sie, bringt nichts, der blockt zu sehr und dann gehen sie in die Box, genau wie jetzt. Tatsächlich Ricardo auch. Und ich hatte seit langem mal wieder DRS durch Eriksson. Der 22. ist. Ja, also der Typ, der labert echt nur Scheiße. Ah. Hamilton macht vielleicht einen Fehler, wenn ich Druck mache, sagt er. Mal schauen. Bestimmt.